Antrittsbesuch bei der Piratenpartei. Kurz vor seiner Wiederwahl als regierender Bürgermeister hat Klaus Wowereit eine Fraktionssitzung der Politneulinge von der Piratenpartei besucht. Man muss sich den jungen Leuten schließlich mal ganz artig vorstellen. Ich bin 58 Jahre alt, von Geburt Berliner und seit 2001, seit dem 16. Juni 2001 regierender Bürgermeister von Berlin. Die Piratenpartei nutzte die Chance, um dem alten, neuen Bürgermeister genau auf die Finger zu schauen. Es ging um den rot-schwarzen Koalitionsvertrag, Hausbesetzer und auch schon um die Frage, wer eigentlich als Nachfolger für Wowereit in Frage kommt. Angenommen, Sie würden jetzt gewählt werden, würden Sie dann auch für die gesamte 17. Wahlperiode als regierender Bürgermeister dieser Stadt zur Verfügung stehen? Ich weiß immer gar nicht, warum man mich immer loswerden will. Ich bin noch nicht gewählt und schon fragt man, wann ich weggehe. Sie hatten ja vorhin schon gesagt, dass Ihr Senatorenteam noch nicht besetzt ist. Also ich gucke eher nach Frauen. Anders als in meinem privaten Verhältnis, im politischen Bereich suche ich jetzt Frauen. Am Ende der öffentlichen Fragestunde zeigte sich der Bürgermeister selbstkritisch. Ja, und jetzt die Kernfrage, habe ich Sie überzeugt? Das kann ich ja jetzt nicht beurteilen. Wäre natürlich schön. Ich meine, das Normale ist, dass eine Opposition den regierenden Bürgermeister nicht mitwählt. Aber die Piraten stehen ja dafür, dass sie sich abheben von anderen. Auf die Stimmen der Piraten ist Klaus Wowereit bei seiner Wahl am Donnerstag nicht angewiesen. Das Treffen wohl mehr eine Geste der Höflichkeit. Die hartgesottenen Parteimitglieder konnte der Bürgermeister mit seiner Vorstellung ohnehin nicht überzeugen. Es gibt bloß einen, ich kann nicht auswählen zwischen denen und denen und denen. Und da ich keine Auswahl habe, sage ich als Demokrat, gefällt mir nicht, nein, bumm, fertig.